Was für ein Riesenschiff der kann, Alter. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Coole Mucke, Alter. Okay, let's go. Oh, hier! Yeah. Die Biene! Ganz krass unterwegs, einfach reingestochen. Die hat nicht mal was gemacht. Boah, es pulsiert, Alter. Jetzt wird nicht wegrennen. Funktioniert das wirklich so? Ey, das muss ich mal probieren. Wo finde ich eine Biene oder eine Wespe, die mich schnell sticht? Siehst du? Na, wie willst du denn das jetzt machen? Muss jemand anders dran nuckeln. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mach das nicht. Mach das nicht. Lecker. Oh mein Gott. Es ist ein Vampir. Geil. Jetzt verwandelt die sich auch in ein Vampir. Oh, Alter. Okay, vielleicht doch nicht. Sie ist einfach abgetötet worden. Ach, das kennen wir schon. Und jetzt wird es so blöd wie noch nie auf der Welt, ey. Das ist so dumm. Vor allem so super symmetrisch gerade, Alter. Was für ein Riesenschiff der kann, Alter. Well. Ist das immer geil, wie die schreien, Alter. Well. Oh, jetzt bist du dran. Oh nein, das ist wieder der Vampir. Oh nein. Der beißt sie alle tot, Mann. Jetzt kommt Batman erst. Oh, dumm. Ey, die können wirklich froh sein, dass die in diesem Cartoon alle so große Nasen haben, sonst würde man Batman locker erkennen. Na, die. Also der Baumeister hat die Fenster sehr gut eingebaut. Oh! Wie willst du das machen? Na gut, ist Superman nicht eigentlich super schnell? Ja, ich stehe dann auch erstmal rum und überlege Stunden, bevor ich dann anfange, irgendjemand zu retten. Nein! Nein! Der hat jetzt wirklich überlegt, welches Eis der will! Ist das dumm! Oh, die sind auf geklatscht, Alter. Ja, vielleicht kriegen sie noch ein Eis. Sehr cool. Diese Gabeln sind ja mal einfach solche Mini-Mist-Gabeln, ey. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Jetzt ist der Chefkoch dran, wetten? Ja. Ey, warum ist denn keiner hin und hat den gerettet? War das im Mittelalter noch nicht möglich, oder was? Ach, der ist gar nicht tot. Oh, oh. Voll tot. Oh nein. Ich ahne Schlimmes. Nein. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Einfach schon umgebracht, Mann! Ist das dumm! Ich hab jetzt, ey, dachte, er verreckt jetzt wirklich und alle denken, der tut nur so. Oh, so, als ob, das passiert nun mal öfter. Schon wieder das! Das kennen wir. Ist das das Letzte? Ja, das ist leider das Letzte. Okay, für die, die es noch nicht kennen, wir gucken es nochmal an. Meist lustig war. Jetzt noch, ich frag jetzt zum dritten Mal. Wie
hätte der das Feuer da auf den Erdboden aus Erde angekriegt. Ack. Hack, hack. Ja, warum verliert keine einzigen Federn bei der Vorschlange? Die müssen da eigentlich... Das fällt mir jetzt erst auf. Die baut ja Tag und Nacht. Die in der Höhle müssen doch schon lange beim Erfrieren erfroren sein. Die sind doch schon lange totgestorben. Weil der steht da tagelang da mit den Steinen. Die müssen doch schon Kieselsteine sein, so abgenutzt wie die sind. Das ist so dumm. Und eine sehr berechtigte Frage, wie in den Kommentaren war beim ersten Mal. Wenn die kein Feuer ankriegen, wie hat die dann das Glas gemacht? Weil das Glas ist gleich mit weggefackelt. So macht man das also eigentlich. Ich habe immer gedacht, man muss Holz sammeln gehen im Wald. Nein, man muss eigentlich ein Haus aufbauen, um ein Lagerfeuer machen zu können. Alle machen es immer falsch. Aber es war eine coole Folge, bis auf die Dinger, die wir schon kannten. Gut, die waren auch geil. Da kann ich immer wieder drüber lachen. Genauso wie YouTube-Kacke. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan habt, abonniert. Bis dann, verabschiede mich und bis damit. Ciao.